Wir haben uns die 15 Zoll Razzierblenden gekauft, Quad Bicolor von NRM und mein Mann macht die jetzt dran. Mal gucken. Hey, ich versuche das jedenfalls. Ja. Soll ja ganz leicht sein laut Betriebsanleitung. Schauen wir mal. Ich nehme das schon mal so auf. Cool. Zack. So sieht das gute Stück aus. Hier ist die Einbuchtung fürs Ventil, ganz wichtig. Den brauchen wir gleich. So, jetzt nehmen wir die erstmal ab. Einfach abziehen. Und jetzt gucke ich mal hier. Da ist eine Einbuchtung. Und auf der Seite auch. Und da muss dann das Ventil ran. Das ist also so rüber. Und dann können wir hoffentlich das gegenüber ran drücken. Ich glaube, das war's schon. Ist ja toll. Das war Nummer 1. Easy. Und jetzt kommt Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Was für ein Unterschied. Also, gut, wenn man ganz dicht dran geht, sieht man natürlich, dass es keine Original-Alufelgen sind, aber wir wollen ja nicht dicht dran gehen. Sieht ja viel besser aus als langweilig schnarchig VW. Genau. Und darum machen wir den auch gleich nochmal weg. So schwer ist es auch nicht. Wir haben jetzt 1 Minute 34 und sind beim zweiten Reifen. So, und den auch wieder beim Ventil. Und gegenüber ein bisschen geweicht. Und ich glaube, das war's. Was hast du jetzt bezahlt? Unter 30 Euro, ne? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. 27 so bei Amazon. Ach, Moment, 25 mit Versand. Wahnsinn. Also 24,99 oder 24,99. Okay, ich muss jetzt noch an die Waschstraße. Aber das sieht doch toll aus. Die anderen auch noch. In 2 Minuten haben wir 2 Reifen gewechselt. Ja, ich 2 Blenden. Ja. Kriegt ja Übung mit der Zeit. Das Ventil ist jetzt hier oben. So, fertig. Mega. Ja, ich freue mich. So schwer war es nicht. Ja, sieht ja 3 Minuten. Und sieht ganz nach meiner und Auto aus. Sieht aus wie ein anderes Auto. Gefällt mir. Gibt es natürlich in zig Modellen. Ja. In zig Farben. Aber das ist toll. Das kriegt jeder hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.